Wenn das schief geht. Warum sollte das schief gehen? Immer nur ein Fass. Sind wir übermorgen noch hier? Los! Mit dem Zeug kannst du ganze Landstriche ausrotten. Ausbaggern, alles ausbaggern, den ganzen Mist auf den Kipper, mit der Folie drunter. Das müssen wir sofort melden. Radke, der macht doch eine nationale Katastrophe draus. So schnell kannst du gar nicht spucken, wie wir hier rausfliegen. Also ich hole eine Folie. Ja, beeil dich. Morgen, Herr Haffner. Morgen, Lampe. Sie gönnen sich auch kein freies Wochenende, wie? Hat mir die Sekretärin vom Chef für Sie abgegeben. Hm, danke. Aber Sie sehen ja, Lampe, die Arbeit wird trotzdem nicht weniger. Was ist denn da los? Die Sonderschicht. Sonderschicht? Der Giftmüll muss noch auf die Sonderdeponie. Ach so, ja. Was machen die da mit dem Bagger? Das weiß ich auch nicht. Entschuldigung. Haffner, komm! Ich gerichte dieser Saubermann. Wie heilig. Ich meine, wir tun ja, was wir können, oder? Morgen. Morgen, Herr Haffner. Morgen. Morgen. Wie ist denn das passiert? Die sind aus den Ketten gerutscht. Was ist das? Das sind die Fässer mit dem PCB für die Sonderdeponie. Haben Sie das Herrn Radke schon gemeldet? Am Samstag? Jedenfalls müssen wir das in den Griff kriegen. Das muss ordnungsgemäß entsorgt werden. Ob mit oder ohne Radke. Also ausbaggern können wir das auch ohne. Und sauber auf den Kipper kriegen wir das auch. Garantiert, Herr Haffner, da kommt kein Tropfen ins Grundwasser. Also ohne Fachmann lasse ich mich auf nichts ein. Aber es wäre in unser aller Interesse, nicht gerade jetzt die Behörden ins Haus zu kriegen, wegen eines so blöden Unfalls. Wenn die hier auftauchen, können wir den Laden dicht machen? Das hätten Sie doch auch nicht so gern, oder? Natürlich nicht, Herr Haffner. Ausgerechnet am Wochenende, wo kein Mensch zu erreichen ist. Also, dass wir da alles rausholen, da können Sie sich hundertprozentig auf uns verlassen. Und die Entsorgung habe ich dann am Hals. Aber mit verseuchter Erde haben wir normalerweise keine Erfahrung. Ich habe da einen Bekannten in der Branche. Den rufe ich jetzt an. Vielleicht kann sich der das hier mal ansehen. Auf die leichte Schulter nehmen darf man das nämlich nicht. Also los, arbeiten Sie weiter. Kann sein, dass wir noch einmal mit einem blauen Auge davonkommen.
Schwein gehabt. Nach dem Motto, wir sitzen alle hier im gleichen Boot. Ja, Hafner, ja, guten Tag. Ich hätte gerne an Bellmann gesprochen. Ja, es ist dringend. Ja, ich warte. Er sagt, es ist wichtig. Entschuldige. Hilf mir doch mal, Jürgen. Ja, Herr Hafner, was gibt's denn? Das ist ja eine schöne Beschämung. Ja. Ja, tun Sie das. Und kommen Sie dann bitte raus zu mir. Ja, bis gleich. Wiedersehen. Arnold, ich bin's, Frank. Ich bin im Büro. Wo sonst, Frank? Wo sonst? Oh, das wird Ärger geben. Sicherlich, das weiß ich. Eigentlich habe ich nur 20 Kilometer mit 7% Steigung. Aber dir zuliebe verlege ich mein Training auf die Straße. Es soll dein Schaden nicht sein. Ich sag dem Pförtner Bescheid. Bis gleich. Bis gleich, Frank. Tag. Ja, der Herr Hafner hat mir schon gesagt, er erwartet einen Herrn auf seinem Fahrrad. Spart Platz und schont die Umwelt, ne? Der Herr Hafner ist in seinem Büro. Danke. Zweiter Stock. Danke. Du schaffst es schon noch, dein Geld auszugeben. Heute ist langer Samstag. Na, meine Herren, das ist ja so richtig schief gelaufen. Dann wollen wir mal sehen. Na, sieht gar nicht so schlecht aus. Tüte? Ja, hier. PCB, das ist hochgiftig. Sind das die da? Ja. 200 Liter Fässer. Drei Viertel davon sind ausgelaufen. Und Sie haben sofort ausgehoben? Ja, sofort. Ein Meter tief und 50 Zentimeter mehr in der Ausdehnung. Ja, es müsste ausreichen. Der Aushub? Ja, kann aber nichts passieren. Da liegt eine Folie drunter. Von dem Zeug brauche ich auch noch was. Bitte? Nicht so viel Steine. Wie ich das sehe, ist das zu verantworten, Frank. Das entspricht den Sicherheitsvorschriften. Hätte die Feuerwehr auch nicht anders gemacht. Ja. Gerade noch mal gut gegangen, meine Herren. Das geht so in Ordnung. Kann man das wieder zuschütten? Kann man. Da drüben liegt doch noch Kieserde von der neuen Halle. Also gut. Ich komme nachher noch mal vorbei. Wiedersehen, meine Herren. Wiedersehen. Wiedersehen. Also, Hafner, gemeldet werden darf der Unfall auf keinen Fall. Wenn die Kreisverwaltungsbehörde und die Abfallwirtschaft davon Wind bekommen, dann machen wir die den Betrieb erstmal zu. Und die Auflagen, die die uns dann machen werden, da reicht 1 Million nicht aus. Und das können wir uns im Augenblick nicht leisten. Wir haben gerade erst die Halle gebaut. Die Behörden kommen mir nicht ins Haus. Da werden Sie sich schon etwas einfallen lassen müssen. Ja, ja. Der Unfall als solcher ließe sich vertuschen. Die Arbeiter fürchten um ihre Arbeitsplätze, die halten dicht. Aber bis Montag muss das gelaufen sein. Ja, dann sind wir uns ja klar. Nur, damit ist das Problem noch nicht gelöst. Ja, was ist denn, Elisabeth? Entschuldigung, wir müssen gehen. Du musst dich doch noch umziehen. So bitte, ja?
Was heißt das, noch nicht gelöst? Tja, es sind fast 300 Liter PCB ausgelaufen. Der Aushub befindet sich auf einem unserer Kipper. Das muss natürlich entsorgt werden. Hasmer, es gibt doch genügend Baustellen, da können Sie das doch loswerden. Die Zeiten sind vorbei, Herr Bellmann. Das kann man nicht einfach irgendwo hinkippen. Das Zeug ist hochtoxisch und gehört zur Verbrennung auf eine Sondermüllbehandlungsanlage. Einfach abkippen, da mache ich nicht mit. Das kann ich nicht verantworten. Das muss ordnungsgemäß entsorgt werden. Und wie wollen Sie den Herrn von den Behörden erklären, wo dieses Zeug mit Erde versetzt herkommt? Ich denke, wir sind uns einig, dass der Unfall verschwiegen werden muss. Ich habe einen Bekannten, der könnte uns vielleicht weiterhelfen. Ja, was verlangt so ein Mann? Einer allein nützt da gar nichts. Das sind natürlich mehrere. Allein die Tatsache, dass auf dem Abfallbegleitschein hier 57 Fässer aufgelistet sind. Aber Montag früh noch 55 geliefert wird. Kurt, wir müssen. Gut, Haffner, das ist Ihre Angelegenheit. Ich weiß von nichts. Sie sagen mir, was mich der Spaß kostet, und die Sache ist für mich erledigt. Verlass mich da ganz auf Sie. Aber machen Sie keinen armen Mann aus mir. Wie lange sollen wir eigentlich noch hier warten? Lass ihn doch machen. Wir können alle froh sein, wenn wir ungeschoren aus der Sache rauskommen. Da kommt er. So. Wie es aussieht, können wir die Behörden umgehen. Ich habe eine Firma gefunden, die das Zeug hier entsorgt. Wer von Ihnen kann den Kipper fahren? Ich. Kommen Sie doch mal bitte. Fahren Sie mit dem Wagen zur Firma Braunbach in die Berger Straße 284. Stellen Sie den Wagen vor der Einfahrt auf der Straße ab, stecken den Schlüssel in dieses Kuvert und geben es beim Pförtner ab. Mhm. Ja? Wiedersehen. Siebener steckt. Der Kipper? Also ich habe ihn nicht geklaut. Freitag als ich ging, da schon auf dem Platz. Und Samstag war eine Sonderschicht. Ich glaube, der Haffner weiß Bescheid. Ja, die Geschäftsleitung, wenn wir die nicht hätten. So, und dann nehmen Sie das bitte zur Anlage. Ja. Haffner? Zischler. Herr Haffner. Tag, Herr Zischler, ja. Ja, das ist in Ordnung. Aber der Wagen ist nicht eingetragen. Ja, das ist richtig. In diesem Fall war das nicht möglich, ihn abzumelden. War ja keiner mehr da. Naja, war ja Samstag. Danke. So, dann bringen Sie das verlorene Schaf mal wieder zurück zur Herde. Schlüssel steckt, haben die gesagt. Steckt. Eigentlich wollte ich mich auch im Namen der anderen bei Ihnen bedanken, dass Sie aus der Sache das Beste, das heißt, keine so große Sache gemacht haben. Nochmal schönen Dank. Ende gut, alles gut. Nur darauf kommt es an. Sechs Grad.
genau 30. Sie haben den Toten gefunden? Ja, ich bin hier gejoggt. Ich mache das jeden Tag. Haben wir ihn früher schon mal hier gesehen? Ich meine, kommt Ihnen der Mann bekannt vor? Nein. Gerd, nimm doch bitte die Personalien von der jungen Dame auf. Ja, danke. Kommen Sie ein bisschen auf die Seite. Jana, habt ihr die Identität von dem Mann schon festgestellt? In der Innentasche seiner Jacke fanden wir diesen Bibliotheksausweis, 100 Markschein und Kleingeld. Frank Haffner. Gerd, ruf bitte Henry an, ich möchte mehr über den Mann wissen. Ja, machen wir oben weiter, ja? Na, Doktor, kein Unfall, was? Sturzverletzungen sehen anders aus. Wann ist der Tod eingetreten? Schwer zu sagen unter diesen Umständen. Zwischen 22 Uhr und Mitternacht. Danke, Doktor. Wiedersehen. Was Wichtiges gefunden? Die Pistole da drüben im Gebüsch, ja. Unten das Schlüsselbund und da oben einen aus der Halterung herausgerissenen Papierkorb und verstreutes Zeug. Wir nehmen das sicherheitshalber mal mit. Gut. Isabella Haffner? Hallo? Hallo? Na, was weißt du denn schon alles über den Haffner? Dass seine Frau nicht zu Hause ist. Wer hat dir gesagt, dass er verheiratet ist? Der Personalchef der Firma, bei der er seit 5 Jahren arbeitet, ein gewisser Deudel. Und die stellen Pech und Schwefel her? Das ist ein anderer Leo. Nein, Bellmann Metalle heißt das Ganze. Mhm. Haben die ihn schon vermisst? Nein, der kommt immer so erst gegen 10. Als Prokurist der Firma kann er sich das leisten. Hast du gesagt, worum es geht? Nichts von Mord. Ich habe ihm gesagt, er soll es für sich behalten, bis wir seine Frau benachrichtigt haben. Die erreiche ich aber nicht. Das ist wahrscheinlich verreist. Klar, weil ansonsten hätte sie nachts schon vermisst. Ja, Isabella Haffner. Wer bitte? Warum? Ist was passiert? Nee, Frau, das möchte ich nicht am Telefon besprechen. Würde lieber bei Ihnen vorbeikommen. Wäre es Ihnen jetzt recht? In etwa 20 Minuten. Das ist sehr schön. Und jetzt brauche ich die Zeitung, möchte eine halbe Stunde nicht gestört werden. Selbstverständlich. Ja, bitte. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Göbel. Hallo, Sie sind so ernst, was gibt's denn? Herr Haffner ist heute Morgen tot aufgefunden worden. Die Polizei hat hier angerufen. Unfall? Der Herr von der Kripo drückte sich etwas unklar aus. Anhand seines Namens habe ich dann zurückgerufen und festgestellt, dass der bei der Mordkommission ist. Mord? Danke, danke. Wer sollte denn ein Interesse daran haben, Haffner umzubringen? Und warum? Naja, man kann in einen Menschen nicht hineinsehen. Wenn die Polizei wieder anruft, stelle ich sofort zu Ihnen durch. Ja, tun Sie das, Herr Döbel. Ich muss noch mal geschäftlich in die Stadt, Frau Weigel. In Ordnung, Herr Bellmann. Und ein Unfall ist ausgeschlossen? Ja, Frau Haffner, wir sind sicher, dass es Mord war. Es geht auch nicht um Raubmord. Wir haben einen 100-Markschein und Kleingeld bei Ihnen gefunden. Wer tut denn sowas? Wir haben in der Nähe des Tatorts ein schwarzes italienisches Damenfahrrad gefunden. Dieses hier. Das ist meins. Benutzt er es oft? Ja, ab und zu. Hatte er kein eigenes? Nein, er wollte keins. Selbst seinem Freund Arnold gelang es nicht, ihm eins aufzuschwatzen. Also, Arnold Lippert, der ist nun wirklich das, was man einen passionierten Radfahrer nennt.
Dann kann man also sagen, dass es ungewöhnlich war, dass Ihr Mann noch dazu so spät mit dem Rad an die Isar fuhr. Ja. Frau Hafner, wie verlief denn nun der gestrige Abend? Er kam erst so um 6. Er wusste, dass ich gegen 7 zu einer Freundin wollte, der es nicht gut ging. Ich hatte versprochen, sie zu trösten und, naja, über Nacht bei ihr zu bleiben. Und Ihr Mann war damit einverstanden? Ja. Naja, ich bin so gegen 7 gegangen und kam erst heute früh zurück. Ich wunderte mich, dass das Bett unbenutzt war. Wie erklärten Sie sich das? Ja, gar nicht. Da riefen Sie ja schon an. Ah ja. Was hatte Ihr Mann an, als er nach Hause kam? Seinen grauen Anzug. Dann muss er sich umgezogen haben, bevor er die Wohnung verließ. Er trug eine Kombination. Frau Hafner, diesen Anzug, können wir uns den mal ansehen? Wieso? Ja, es könnte ja sein, dass wir etwas finden, was uns weiterhilft. Ach so, ja natürlich. Er muss im Schlafzimmer hängen, in seinem Schrank. Es ist alles noch so wie heute Morgen, beziehungsweise gestern Abend. Naja, nur meine Sachen. Der Anzug. Den trug Ihr Mann, als er gestern nach Hause kam. Ja. Entschuldigen Sie mich einen Moment. Ja. Hafner? Nein, Arnold. Nein, du kannst Frank nicht sprechen, er ist tot. Ja. Du, entschuldige, die Polizei ist gerade bei mir. Ich rufe dich nachher zurück, ja? Tschüss. In den Taschen ist nichts. Der Aktenkoffer da. Der gehört meinem Mann. Er nahm ihn immer mit ins Büro. Danke. Kennen Sie die Kombination? Nein. Ich habe schon ein paar Mal versucht, ihn zu öffnen, aber es ist mir nicht gelungen. Was haben Sie denn gesucht? Nichts Bestimmtes. Ich bin nun mal ein bisschen neugierig. Frau Hafner, in Anbetracht der Situation würde ich den Koffer gern mitnehmen und ihn öffnen lassen. Einverstanden? Sicher. Hatte Ihr Mann eine Waffe? Nein, wozu? Ach ja, noch was. Aber das hat Zeit. Schreiben Sie mir doch bitte die Namen und die Adressen der Freunde und der guten Bekannten Ihres Mannes auf den Zettel. Wie war denn der Name der Freundin, bei der Sie die letzte Nacht verbracht haben? Also, Henry, diese Ursula Rupp, ja, da fährst du gleich hin. Das ist die Freundin davon, der Frau Hafner, bei der sie gestern Nacht war. Bitte genau, wann sie dort angekommen ist und so weiter. Danke, Ende. Dass sie versucht hat, den Koffer aufzukriegen? Das ist weiblich. Erstaunlich fand ich nur, dass sie uns das erzählt hat. Kann ja sein, dass uns der Inhalt des Köfferchens weiterbringt. Ja. Zu dem Wehrmeister solltest du auch noch hin. Ich meine, das kann doch ein Unfall gewesen sein. Sicher, man fällt nicht so ganz einfach vom Rad. Aber vielleicht ist er gerempelt worden. Was sollst du? Ich soll eine Liste von allen Freunden und Bekannten machen. Ja, seinen Aktenkoffer haben sie mitgenommen. Das Zahlenschloss ging nicht auf. Und den hast du ihnen ganz einfach mitgegeben, aber sie erhoffen sich Hinweise, die zur Klärung des Isabella. Ich melde mich später. Ja. Ja, und versuch ruhig zu bleiben. Ruhig? Ich melde mich, ja?
Ich sah aus dem Fenster die Fußballer von 1899, die trainierten noch. Da fällt das Flutlicht genau durch die Bäume. Ich sah dann einen Radfahrer hier übers Wehr fahren, Richtung Isarinsel und dort hinten hinter diesen Torbogen verschwinden. Und dann tauchte ein Mann auf, der muss bei der Laterne auf der Treppe gestanden sein. Die ist ja eigentlich gesperrt, aber naja, verschwand in die gleiche Richtung. Würden Sie den Mann wiedererkennen? Ausgeschlossen, es war viel zu dunkel. Viel ist das ja nicht. Aber da fällt mir noch etwas ein. Es muss so gegen 11.30 Uhr gewesen sein. Ich lag schon im Bett, da hörte ich einen Wagen wegfahren mit so einem durchdrehenden, quietschenden Geräusch wie von einem Wie von einem durchrutschenden Keilriemen. Genau. Genau, und dieses Geräusch, genau das Geräusch, das hatte ich am Nachmittag schon mal gehört. Und wegen die Nacht bei ihr verbracht. Ganze 2 Stunden war die Hafner bei ihrer Freundin. Von 19 Uhr bis 21 Uhr, 21.15 Uhr. Dann war das Alibi wohl mehr für ihren Mann gedacht. Ja. Die Kombination ist geknackt. Ist aber schnell gegangen. Und mehr Zeit hätte ich auch nicht gehabt. Vielen Dank. Dankeschön. Na dann. Donnerwetter. Sieht so aus, als wollte der Prokurist. Mit der Firmenkasse in die Südsee. Aber dazu hätten doch die Originalpapiere genügt. Wozu dann die Beglaubigung? Notariat Dr. Wolf. Sie sind erst eine Woche alt. Alles neue Scheine, laufende Nummern. Henry, kümmere dich bitte um den Notar, vielleicht weiß der was. Und kein Wort zu Frau Hafner, sag ihm das, ja? Gerd, wir gehen zur Hafners Bank, erkundigen uns, ob die was mit dem Geld zu tun haben und dann weiter zur Firma Bellmann. Hafner war ein sehr selbstständiger Mitarbeiter, immer bestrebt in meinem, im Interesse der Firma zu handeln. Und hatte ihr volles Vertrauen. Er war integer. Wenn er mal was in den Sand setzte, also, dann gestand er sich und den anderen seine Fehler auch ein. Herr Hafner war Prokurist. Hatte er auch Zugang zu Barmitteln? Bargeld? Normalerweise gibt's das hier in der Firma kaum. Sie müssen also nicht befürchten, dass einer Ihrer höheren Angestellten mit der Firmenkasse durchbrennt? Kaum. Aber in dem Aktenkoffer, den Herr Hafner täglich hierher, also ins Büro mitnahm, fanden wir unter anderem eine ganze Menge Bargeld. So? Ja. Hätte ja sein können, dass es sich um Firmengeld handelt. Ja, was nennen Sie eine ganze Menge? So um die 100.000. Ja, Donnerwetter. Eben. Also kann ich davon ausgehen, dass das Geld weder von Ihnen noch von Ihrer Firma stammt? Ja, davon können Sie ausgehen. Hafner ist tot. Mach keine Witze. Ist ermordet worden. Wer sagt das? Lilly hat's mir erzählt. Hat's von Däubel. Die lassen sich aber Zeit. Du sag mal, bei dem Abfalleimer am Tatort wurde doch auch ein Foto gefunden. Negativ. Da war doch so ein Laster drauf, oder? Diese Kipper sehen sich alle sehr ähnlich, Leo. Ja, ja, aber der auf dem Foto, der sah aus wie der hier. Es ist ziemlich dunkel. Ja, aber die Zulassungsnummer ist zu erkennen. Guten Abend, Heimann, Mordkommission. Stellt doch bitte mal den Halter eines LKWs fest. Kennzeichen M-Anton 2305. Rückruf unter 271. Ja, bis gleich. Wo der steht, ist nicht zu erkennen, aber das muss eine Baustelle sein. Guck mal, da ist so eine Art Turm mit einem Baugerüst drumherum. Aber wann er da stand, ist ganz klar. Schau mal da. 88, 11, 7. 7.11.88. Das Foto wurde mit einer Kamera gemacht, die das Datum mit einblendet. Heimann? Ja, danke. Kompliment, Leo. Der LKW gehört der Firma Bellmann. Wenn der MA 2305 normal im Einsatz gewesen wäre am 7.11., dann müsste das hier drin stehen. Steht aber nicht, Herr Kommissar. Kein Eintrag, kein Einsatz, kein Fahrer. Dann stand der Wagen also hier auf dem Gelände? Eben nicht. An dem Montag dachte ich schon, der wird geklaut. Hey, kommt doch mal rein. Und da sagte Springer, Hafner hat den Wagen am Samstag gebraucht. Ich rief Hafner an und er sagte, es ist alles in Ordnung.
Die Vier hatten Sonderschicht. Giftmüllfässer verladen. Ich bin mit den Ermittlungen im Mordfall Haffner betraut. Nein, nein, nur die von der Sonderschicht. Ich möchte von Ihnen wissen, wer am letzten Samstag den LKW mit dem Kennzeichen M-Anton 2305 gefahren hat. Herr Haffner bat mich, den LKW zur Firma Braunbach zu fahren. Das Zeug wird doch immer am Montag mit dem Laster von denen abgeholt. Und Fässer auf dem Muldenkipper. Am Dienstag habe ich den Kipper leer wieder zurückgebracht. Weiß Radke davon? In diesem Fall nicht. Das war Haffners Angelegenheit. Wer ist Radke? Unser Umweltschutzbeauftragter. Am Samstag kam es hier zu einem kleinen Unfall. Einige Giftmüllfässer waren zerrissen und ausgelaufen. Eine ziemliche Scheiße. Was war in den Fässern drin? PCB. Aha. Der Herr Haffner holt einen Umweltexperten. Ein Bekannter von ihm war ja Wochenende. Der fand alles okay und wir schüttelten die Grube wieder zu. Der Schaden wurde ordentlich beseitigt. Hm. Dieser Experte, wie heißt denn der? Keine Ahnung. Die bei Braunbach, die werden den Namen schon wissen. Sag mal, Leo. Das kann so ziemlich überall sein. Du kannst deine Suche auf München beschränken. Ja, im Ernst, da kann ich suchen, bis mir die Haare ausfallen. Da habe ich mehr Chancen, Henry. Ja. Sie, ich meine die Firma Braunbach, hat am 5.11. keinen Experten ins Bellmannwerk geschickt. Wir haben in diesem Sinne gar keinen Experten. Aber die PCB-Vergifte der Erde der Firma Bellmann, die haben Sie doch entsorgt. Wir entrümpeln Haushalte. Mit Gift haben wir überhaupt nichts zu tun. Ich glaube, ich bin bei Ihnen an der falschen Adresse. Ja, das glaube ich auch. Wiederhören. Das gibt's doch nicht. Vielleicht doch im Zimmer. Unmöglich. Irgendwo muss er das Geld gelassen haben. Auf der Bank. Keine Mark, von der ich nicht wüsste. Hoffentlich nicht in seinem Koffer. Isabella Haffner? Oh, guten Tag, Herr Kommissar. Gibt's was Neues? Arnold Lippert. Wie soll ich denn beschreiben? Er ist so mittelgroß, dichtes Haar, so rotbraun. Ja, vielleicht ein bisschen lang für sein Alter. Moment bitte, Herr Heimann. Was ist denn los? Wieso, die Polizei auf mich hetzen? Nein, aber ich kann doch nicht plötzlich sagen, ich weiß nicht, wie du aussiehst. Ich muss sofort weg. Ich rufe dich an. Ja. Hallo? Ich bin wieder da, Herr Heimann. Ja, er wirkt sehr sportlich. Ist modisch gekleidet. Wie alt ist er? Ja, er ist gerade 48 geworden. Warum? Ist was mit ihm? Nein, nein, ich muss nur die Liste durchgehen. Reine Routinesache. Ich melde mich wieder, Frau Haffner. Wiederhören. Wiederhören. Könnte das der Mann mit dem Fahrrad gewesen sein? Ja, ja, genau so hat der Mann ausgesehen. Julia, Benny, komm endlich! Der Mann muss mehrere Schläge ins Gesicht bekommen haben, wovon einer zu einer starken Drehung des Kopfes führte. Dabei platzte infolge einer Anomalie die Gehirnarterie. Telefon, Herr Kress. Danke, Herr Doktor. Bitte. Danke. Ja? Naja, ich habe die Stelle gefunden. Naja, ganz sicher. Da liegt doch ein Haufen ewiger schwarzer Erde. Lass das gleich absperren, Henry. Nimm eine Probe und fahr ins Labor. Sobald du das Ergebnis hast, gib mir Bescheid. Okay, bis später. Heimann? Ah, Henry. Mit PCB durchsetztes Erdreich und der Laborbefund ist eindeutig. Ja, danke. Einfach dahingekippt, Sauerei. Aber billig. Ich tippe auf Lippert, den müssen wir kriegen, Gerd. Fahndung. Ja. Und lass die Frau Haffner überwachen. Dann zu Bellmann. Wetten, dass der von nichts weiß? Wirklich, Herr Kress. Von einem Unfall, diesen Vorgängen, habe ich überhaupt keine Ahnung. Und ein Herr Lippert ist mir auch nicht bekannt. Wir haben auch behauptet, dass das Geld im Koffer von Herrn Haffner nicht von Ihnen oder Ihrer Firma stammt. Aber am 7.11. haben Sie von Ihrem Privatkonto 120.000 Mark abgehoben. Und dieses Geld lag in Haffners Koffer. Leicht zu beweisen. Die Bank hatte die Nummer der Scheine notiert. Die Erde mit PCB verseucht wurde einfach abgekippt. Von Ihrem Kipper. Wir haben die Stelle inzwischen gefunden.
Und zwar anhand dieses Fotos, dessen Negativ in unmittelbarer Nähe von Haffners Leiche gefunden wurde. Sie sehen das einbelichtete Datum, der 7.11. Ja, Herr Bellmann, ich nehme an, Sie werden jetzt nicht mehr behaupten, Sie hätten mit dem Mord an Herrn Haffner nichts zu tun. Mit dem Mord an Haffner habe ich wirklich nichts zu tun. Ich habe Haffner das Geld gegeben. Für seine Scheidung. Die hätte er sich sonst nicht leisten können. Ja, ich bot ihm ein zinsloses Darlehen an. In welcher Höhe? 120.000. Herr Haffner hat Ihnen die Summe doch sicher quittiert. Nein, leider ist es dazu nicht mehr gekommen. Aber meine Bank hat Ihnen doch bestätigt, dass das Geld von mir kommt. Was wollen Sie denn noch mehr? Haffner ist tot und ich werde das Geld zurückverlangen. Also bitte, ja, bitte, bitte. Dann erwarten Sie von mir, dass ich glaube, Lippert und Haffner haben das alles alleine veranstaltet? Nur Ihnen zuliebe? Lippert kennen Sie nicht mal. Haffner bezahlte die notwendigen Schmier- und Bestechungsgelder aus eigener Tasche und übernahm auch noch die gesamte Verantwortung, ohne Sie zu informieren. Sagen Sie mal, Herr Bellmann, für wie dumm halten Sie mich eigentlich? Also gut. Ich wollte nicht, dass der Unfall selbst den Behörden zu Ohren kommt. Die hätten mir den Betrieb sofort geschlossen. Also habe ich Haffner gebeten, die ordnungsgemäße Entsorgung des Giftmülls zu veranlassen. Ohne die Behörden. Ja, er sagte, er hätte da Möglichkeiten. Dafür gab ich ihm die 120.000. Wenn die Kosten höher gewesen wären, hätte ich auch mehr bezahlt. Das glaube ich Ihnen sogar. Aber das sagt immer noch nichts über den Mord an Herrn Haffner aus. Also damit habe ich nichts zu tun. Herr Bellmann, für Sie stand viel auf dem Spiel. Könnte ja sein, dass Sie einen Mitwisser loswerden wollten. Aber Sie glauben doch nicht etwa, dass ich Haffner umgebracht habe. Herr Bellmann, Sie haben bisher immer nur das zugegeben, was ich Ihnen beweisen konnte. Glaubst du wirklich, dass sich der Bellmann einen Mord aufhalst? Glauben macht selig, Gerd. Aber warum sollte der Bellmann ein Foto von der Abgabestelle machen? Richtig, der würde jedes Beweisstück sofort verschwinden lassen. Kommt der Lippert viel verdächtiger vor. Nicht zu finden. Auch Ihr Anrufbeantworter hatte ich um Rückruf gebeten. Ich wette, der hat die 18.000. Er kannte die ganze Summe und wollte mehr. Oder alles. Isabella! Herr Lippert? Ja? Schauen Sie, Kriminalpolizei. Ich muss Sie bitten, mitzukommen aufs Präsidium. Sie sind vorläufig festgenommen. Bitte sehr. Herr Lippert, Sie sind Architekt. Ja. Kein Umweltexperte. Nein. Aber in der Firma Bellmann haben Sie sich als Experte für Umweltfragen ausgegeben. Ja. Warum? Ich wurde darum gebeten. Von Herrn Haffner? Er wollte bei den Arbeitern den Eindruck erwecken, dass Sie und Herr Haffner den Giftmüll umweltgerecht entsorgen würden. Das sollte ja auch geschehen. Nur die Unfallmeldung sollte umgangen werden. Das wollten die Arbeiter auch. Und dafür, dass Sie den Experten gespielt haben, hat Herr Haffner Ihnen 18.000 Mark gegeben. 4.000. Sie haben dann, zwei Tage später, am 7.11. den Kipper von der Firma Braunbach abgeholt, in den Englischen Garten gefahren, den Giftmüll an der Baustelle abgekippt, den Kipper wieder zurückgefahren und an der Firma Braunbach abgestellt. Nein. Wissen Sie dann, wer den Wagen gefahren hat? Nein. Aber Sie wissen, dass der Wagen mit Giftmüll beladen war? Ja. Herr Lippert, wo waren Sie denn in der Nacht, in der Herr Haffner ermordet wurde, so zwischen 22 und 24 Uhr? Zu Hause. Haben Sie Zeugen dafür? Nein. Das heißt, Herr Lippert, ich muss Sie jetzt bitten, die Wahrheit zu sagen. In Ihrem eigenen Interesse. Ja. Es ist mir nur sehr unangenehm. Frau Haffner war bei mir. Guten Tag, Frau Haffner, Johnson Kriminalpolizei.
Ja, bitte? Frau Hafner, möchte Sie bitten, mich aufs Präsidium zu begleiten, um eine Aussage zu machen. Na gut, wenn es unbedingt nötig ist. Sie wollen also von diesem Abkippen nichts gewusst haben? Nein, ich habe von der ganzen Sache nie wieder was gehört. Hat Herr Hafner Ihnen die 4.000 Mark in bar bezahlt? Ja. Aber das war Ihnen nicht genug und da haben Sie ihn... Ich werde doch nicht wegen ein paar Mark Frank Hafner umbringen. Wo haben Sie denn die paar Mark? In meiner Wohnung. In einem Modell versteckt. Das waren nicht 4.000, das waren 8.000 Mark. Ja, bitte. Frau Hafner, bitte sehr. Guten Tag. Guten Tag. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Frau Hafner, wo waren Sie in der Nacht, in der Ihr Mann ermordet wurde? Bis 9:30 war ich bei meiner Freundin Frau Rupp. Und den Rest der Nacht habe ich bei Arnold Lippert verbracht. Wusste Ihr Mann von Ihrem Verhältnis? Nein. Aber er hatte die Absicht, sich scheiden zu lassen. Ja, aber das hatte überhaupt nichts damit zu tun. Und dazu brauchte er viel Geld. Die beiden Zielpersonen haben das Präsidium verlassen und besteigen ein Taxi. Kennzeichen München-Kaufmann Julius 5562. Wir bleiben dran. Glaubst du, dass die den Hafner umgebracht haben? Glauben macht selig, Gerd. Es war der, der das Foto gemacht hat. Um den Fahrer des Wagens zu erpressen. Gerd, der Fahrer ist doch überhaupt nicht zu erkennen. Dann muss es mindestens noch eins geben. Sag mal, wer wusste eigentlich alles davon? Feierabend? Ja, endlich. Ich habe Sie gar nicht kommen sehen. Wenn es sein muss, steigen wir auch mal über den Zaun. Ja, ist auch gar nicht möglich, die Einfahrt richtig zu kontrollieren. Ich habe Ihnen sogar noch zugewinkt. Ja, sehen Sie es. Und wenn mal was ist, dann bin ich schuld. Ja, ja. Trifft immer die Falschen. Guten Abend. Guten Abend. Springer, der war damals auch bei der Sonderschicht. Aber glauben Sie wirklich, dass diese Sache mit den Fässern was mit dem Mord zu tun hat? Wenn ich das wüsste. Aber eine Frage, Herr Lampe, vielleicht können Sie mir noch mal helfen. Aber sicher, Herr Heimann. In der Nacht, in der Hafner ermordet wurde, waren Sie da hier? Ich meine, hatten Sie da zufällig Nachtdienst? Ich habe schon seit 2 Monaten keinen Nachtdienst mehr gehabt. Und am Nachmittag hatten Sie da Dienst? Hatte ich frei. Aber ich war zu Hause. Es ging mir schlecht. Ich bin schon um 7 ins Bett. Ja, Magen verdorben oder sowas. Hat Ihre Frau zu gut gekocht? Nee, ich lebe allein. Nun muss ich aber. Tut mir leid, dass ich Ihnen nicht helfen konnte. Ja, immer. Jedenfalls vielen Dank. Lampe. Die 311, Leo. Ah ja. 311? Na, du bist ja so ein Fahrtgerd. Ich hab's. Was? Der Wehrmeister hat doch ausgesagt, dass er am Tatort in der Zeit nach dem Mord einen Wagen starten hörte, wobei ihm so ein jaulendes Geräusch auffiel. Wie ein durchdrehender Keilriemen. Genau. Und das Geräusch hat er am Nachmittag schon mal gehört. Richtig. Und jetzt hast du sämtliche Autofahrer Münchens ihren Wagen starten lassen und schon haben wir 999 Verdächtige. Einen.
Denn wenn ich davon ausgehe, dass der Mord mit der Fressung zu tun hat, dann kommen ja nur Leute in Frage, die von dem Unfall mit den PCB-Fässern was wissen. Und die stellen ihre Autos alle auf demselben Parkplatz ab. Denn bei Bellmann. Genau, und da habe ich im wahrsten Sinne des Wortes rumgehorcht. Und auf einmal der Keilriemen. Ich dahin und jetzt ratet mal, wer in dem Wagen saß. Ich kann nur hoffen, dass du den nicht gleich festgenommen hast, den Pförtnerlampe. Sag mal, woher weißt du das? Weil Lampe den Wagen vor 2 Tagen von Salkowitz gekauft hat. Und den habe ich auf dem Kieker. Salkowitz hat nämlich von einem Ingenieur der Firma, Reichner heißt er, glaube ich, einen fast neuen Rover gekauft. Und bezahlt hat Salkowitz zum Teil mit Scheinen, die einwandfrei aus dem Köfferchen von Hafner stammten. 10.000 Mark in laufenden Nummern. Am Mordtag gehörte der Wagen also noch Salkowitz. Demnach wäre er am Tatort gewesen. Guten Abend, Frau Salkowitz. Ja? Wir sind von der Kriminalpolizei. Können wir Ihren Mann sprechen? Natürlich. Kurt, kommst du mal? Ja, gleich. Mach nur die Tür nicht auf. Mein Mann entwickelt gerade im Bad. Fotografieren ist sein großes Hobby. Und der neue Wagen, da hat er natürlich fleißig geknipst. Na, wir haben ein paar Fragen, Herr Salkowitz. Zieh doch mal nach den Kindern mit. Ich glaube, es ist besser, Sie kommen mit aufs Präsidium. Nun lass doch mal Angelika hin. Sind Sie mein? Ich bin gleich wieder zurück. Kinder. Sie behaupten da Sachen, Herr Kommissar. Das liegt an Ihnen, mich zu widerlegen. Wo waren Sie denn am 7.11. nachts? So um 22 Uhr? Ich glaube, zu Hause. Dann müsste Ihre Frau das ja wissen. Ich kann Sie ja morgen fragen. Dann ist es besser, wir rufen gleich an. Nein, nein, Moment. Ich glaube, ich war mit dem neuen Wagen unterwegs. Allein, einfach so. So ein Wagen, das ist ein tolles Gefühl. So viel PS habe ich noch nie besessen. Ja, verstehen kann ich das schon. Das geht uns ja mehr oder minder allen so, nicht? Nur, in der Nacht hatten Sie noch Ihren alten Wagen. Das stimmt, Entschuldigung. Den, der so aufjault beim Gas geben, wenn er kalt ist. Sie wissen also nicht, was Sie in der Nacht gemacht haben? Einfach unterwegs, allein, bummeln. Jemanden, der Sie um Mitternacht gesehen hat, den Sie da getroffen haben, können Sie nicht benennen? Nein. Herr Salkowitz, es ist Ihnen klar, dass es sehr viele Dinge sind, die Sie belasten. Und die Sie nicht erklären können. Die Zeugenaussage, den Keilriemen betreffen? Ach, da gibt's doch hunderte von. Das Geld, die Scheine, die Sie von Hafner bekommen haben, wofür? 10.000 Mark, wofür? Und die Tatsache, dass Sie kein Alibi für die Tatzeit haben. Wir werden morgen gleich in der Früh eine Wohnungsdurchsuchung bei Ihnen vornehmen. Solange behalten wir Sie natürlich hier. Und wenn es uns gelingt, festzustellen, dass diese Fotos mit einem Ihrer Apparate geschossen wurden, und wenn wir dann noch ähnliche Negative finden, vielleicht sogar mit Hafner drauf, dann ist die Sache doch klar. Oder? Gut, die Wahrheit. Dann aber auch die ganze. Die ganze, Herr Salkowitz. Den Anfang kennen Sie ja. Ich hatte den Kipper zur Firma Braunbach gefahren. Aber irgendwie kam es mir komisch vor, dass er am Montag nicht zurückkam. Ich fuhr dann am Abend noch mal hin. Verstehen Sie, die Ladung war ja hochgiftig. Das Zeug war ja noch drauf. Als ich mich dann in meinen Wagen setzte, da sah ich den BMW von Hafner. Er selbst holte den Schlüssel beim Pförtner und ging dann auf den Kipper zu. Ich traute meinen Augen nicht. Aber es war einwandfrei Hafner. Und warum fuhr er so spät? Und warum fuhr er selbst? Ich fuhr hinter ihm her. Er muss die Stelle vorher ausfindig gemacht haben. Denn er fuhr zielstrebig dahin. Ich war seitlich ins Gebüsch gefahren und beobachtete, wie er dann den Kipper rückwärts an den Hang rangierte. Es war mir klar, er wollte das Zeug da abkippen. Aber ich konnte das nicht glauben. Ich holte meinen Fotoapparat und hielt das fest. Ich wollte das einfach festhalten. Dass so ein Mann sowas macht.
Ich fragte mich nicht, warum. Einen Moment lang dachte ich, geh hin, pack ihn am Kragen, frag ihn, ob er verrückt geworden ist. Ich blieb ihn verstehen. Ja, und dann haut er ab. Ich wunderte mich noch, wie gut er mit dem Ding umgehen konnte. Ich bin dann nach Hause. Ich konnte nicht schlafen. Bin wieder aufgestanden und hab den Film entwickelt. Ich saß da in meinem Badezimmer mit dem Negativ in der Hand. Ich dachte, morgen gehe ich zu ihm hin, knall ihm das auf den Schreibtisch und sag, lassen Sie sich Abzüge davon machen, damit Sie sehen, was für ein Schwein Sie sind. Aber am nächsten Morgen ging alles wieder seinen Gang. Bis Hafner mich rufen ließ. Er fuhr mich zur Firma Braunbach, höchstpersönlich. Nochmal darf sowas nicht passieren, Salkowitz. War gar nicht so einfach, alles in die richtigen Wege zu leiten. Es gibt Leute, die würden einfach so tun, als wäre nichts passiert. Und das Zeug sickert ins Grundwasser. Ja, die gibt es. Oder die kippen das auf den nächsten Schutthaufen. Ist ja auch billiger. Aber eine Sauerei. Deswegen haben wir uns das ja auch was kosten lassen. Da begriff ich es. Schlagartig wurde mir klar, das war keine Sauerei. Das war ein Geschäft. Ich war schuld, dass das Zeug ausgelaufen ist. Und wir, meine Kollegen und ich, wir wollten das wieder in Ordnung bringen. Und die anderen? Die machen Geld daraus. Geld. Ganz einfach Geld. Nichts sagen. Mitmachen. Einsteigen. Nicht anklagen. Mitkassieren. Oh, dann bringen Sie das verlorene Schaf mal wieder zurück zu mir. Schlüssel steckt, haben die gesagt. Steckt. Eigentlich wollte ich mich auch im Namen der anderen bei Ihnen bedanken, dass Sie aus der Sache das Beste gemacht haben. Das Beste? Für wen? Nur für sich. Und warum sollte ich nicht auch einmal das Beste für mich machen? Sie haben Hafner erpresst. Ich habe ihm ein Geschäft vorgeschlagen. Also, wir gingen zu ihm? Nein, ich rief ihn an. Ich wollte nicht, dass er mich erkennt. Aber er kannte doch Ihre Stimme. Ich habe mit Akzent gesprochen. Ich hatte mir alles auf einen Zettel geschrieben, was ich ihm sagen wollte. Ich zitterte vor Erregung. Glaubte auch nicht, dass er auf meine Forderungen eingehen würde. 10.000 für das Negativ. Sonntag am Wehr, an der Isarinsel. 10 Uhr abends, unter der Wandermarkierung 17. Da ist ein Papierkorb. Da drin ist das Negativ. Da hinein die 10.000. Wer nicht, wird angezeigt. Ich dachte, er würde einfach einhängen. Ich hörte ihn atmen und dann... Er kam? Ja. Ich kannte die Stelle gut. Ich war da oft mit meinen Kindern. Ich hatte mich hinter einem Zaun versteckt. Zwei Negative in einem Kuvert lagen im Papierkorb. Training hat uns halt wieder. Ja, cool, sehr gut. Umgescheucht, ne? Ja, wirklich. Aber den kalten Wetter.
Salkowitz! So, so war das nicht abgemacht, Herr Hafner. Ich schlage vor Sie. Sie geben mir mein Geld zurück und die Fotos... Die verbrennen wir dann zusammen, damit ich auch was davon habe, oder? Sie sind doch auch nicht umsonst ein Schwein. Warum erwarten Sie das von mir? Salkowitz! Herr Salkowitz, wir sind jetzt Partner. Geschäftspartner. Sie sind ja verrückt. Wie viel haben Sie kassiert von der Firma? 10% von dem, was eine ordentliche Entsorgung kostet? Herr Salkowitz. Das muss sich doch rentieren, Herr Bellmann. Jetzt gehen Sie aber zu weit. Sie schütten Gift auf einen Kinderspielplatz und ich gehe zu weit? Das war kein Kinderspielplatz. Dann muss man Ihnen noch richtig dankbar sein. Also, wie viel Prozent? Oder haben Sie das ganze Geld für die Entsorgung in die eigene Tasche gesteckt und mussten nur den Kipper leer kriegen? Ich warne Sie. Dafür lohnt es sich dann, jemand umzulegen. Aber nicht mich! Ihr werdet mich nicht mehr los. Ich will jetzt auch das Beste. Meines, mein Beste. Die beiden Negative, mit denen Sie Hafner erpressten, waren das alle, die Sie hatten? Nein, ich habe noch mehr davon. Heißt das, dass Sie ihn weiter erpresst hätten? Ja. Und der giftige Ausruf im Park? Ich meine, Sie haben sich doch über die verantwortungslose Handlungsweise von Herrn Hafner sehr empört. Ja. Das war, bevor ich gelernt hatte, daraus ein Geschäft zu machen.